Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Dante ist nicht nur der prominenteste unter den drei Teufelsjägern in Devil May Cry 5, er hat uns während des 10- bis 15-stündigen Schnetzelabenteuers auch am meisten Spaß bereitet. Yeah, there she is. You don't much look like her. Yeah. Mittels Digipad wählen wir aus den vier Kampfstilarten Trickster, Gunslinger, Swordmaster und Royal Guard. Sobald Dante die besonders coolen Waffen wie das Cavaliere Motorradschwert erhalten hat, steigt die Spielspaßkurve weiter an. Mit dem umgebauten Chopper pflügt Dante nicht nur durch Gegnermassen, sondern kann das Cavaliere im Nahkampf in zwei Teile zerlegen und den Dämonen damit förmlich das Fleisch aus den Rippen sägen. Viel Freude bereitet auch der King Cerberus. Die Waffe mit den an einem Ring befestigten drei Stangen lässt sich entweder ähnlich wie ein Nunchaku verwenden oder zu einer langen Stange zusammensetzen. Die Waffe spuckt Feuer, Eis und Blitze, ist also für jede Gegnerart geeignet. Am Ende des Abenteuers kann Dante aus insgesamt 8 Waffen wählen. Über dieses unser Dämonenschreck in der Lage, sich in eine zweite Devil Trigger Gestalt zu verwandeln, wodurch Machtgefühl und Spielspaß noch mehr ansteigen. Neunzehn kreative Gegnerarten und ebenso viele Bosse sorgen für Gänsehaut und Ekelgefühle gleichermaßen. Auftritte neuer Dämonen und Bosse werden gut inszeniert. Man kriegt Lust, das Teufelszeug schnurstracks zurück in die Hölle zu schicken. Das Machtgefühl, das wir mit Dante mehr und mehr gespürt haben, will sich mit Neuling wie zunächst nicht so richtig entfalten. Statt den Dämonen eigenhändig auf die Mütze zu geben, muss sich Wii auf seine Helfer Griffin, Shadow und Nightmare verlassen. Es dauert eine Weile, bis man Vogel, Panther und Riesenkobold als das ansieht, was sie eigentlich sind. Wiis Waffen, die sich mittels verschiedener Fertigkeiten aufwerten lassen. Mit der Zeit gingen Wiis Befehle immer mehr in Fleisch und Blut über, wodurch auch der Spielspaß anstieg. Der dritte im Teufelsjägerbunde Nero verfügt dank seiner Devilbreaker-Armaufsätze zwar über eine ähnlich große Waffenvarianz wie Dante, allerdings lässt sich Neros Devilbreaker-Auswahl nicht durchschalten. Möchte der einen anderen mitgeführten Devilbreaker nutzen, müsste den aktuell angeschraubten Elektroarm wegwerfen, er wird dadurch immerhin zu einer Bombe. Diese Designentscheidung der Entwickler halten wir für falsch, denn dadurch verhindert man taktische Manöver, zu denen die Devilbreaker ansonsten wunderbar einladen würden. Zwar habt ihr die Möglichkeit, vor einer Mission ein Devilbreaker-Set auszuwählen und dabei auch die Reihenfolge der Aufsätze zu bestimmen, doch sind strategische Überlegungen hier zwecklos, da natürlich vorher niemand weiß, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Gegnerarten sich uns in den Weg stellen. Für jede Waffe lässt sich mittels der verdienten roten Kugeln eine Reihe an Fertigkeiten freischalten. Möchtet ihr eine Fertigkeit vor dem Kauf ausprobieren, dürft ihr dies im Übungsraum Die Lehre tun. Links wird hier praktischerweise der verursachte Schaden eingeblendet, so könnt ihr stets überprüfen, ob sich eine Investition auch entsprechend auszahlt. Einsteiger oder weniger ambitionierte Spieler freuen sich über ein jederzeit zuschaltbares Autohilfe-Feature. Damit lassen sich durch einfache Befehlseingaben komplexe Kombos ausführen. So entfaltet sich auch ohne das Auswendiglernen von Nu-Folgen ein befriedigendes Kampfgefühl. Die stilvollen Kombos sorgen überdies für eine beeindruckende Effektorgie und dies bei stets konstanten 60 Bildern pro Sekunde. Der Detailgrad in den meist schlauchförmigen Levels hätte für unseren Geschmack allerdings höher sein dürfen. Devil May Cry 5 bietet letztlich das erwartet hohe Niveau
ohne jedoch an die Genialität des letzten DMC-Teils von Ninja Theory heranreichen zu können. Die Kämpfe machen mit der Zeit immer mehr Laune, das Wechselspiel zwischen den Charakteren sorgt für Abwechslung und die Varianz an Waffen und Moves ist überragend. Die Geschichte um den Menschenblut trinkenden Dämonenbaum entwickelt sich lange Zeit gemächlich. Erst im letzten Spieldrittel beginnen sich die Atmosphärefesseln zuzuziehen. Serienfans werden mit Sicherheit ihren gewohnten Spaß am neuen Devil May Cry haben. Ein Pflichtkauf für Gelegenheitsschnetzler ist der Titel jedoch nicht. Gehört ihr zu den Fans von Devil May Cry und haut den Dämonen auch diesmal gehörig vor den Latz? Oder lässt euch das Spiel eher kalt? Schreibt es in die Kommentare und hinterlasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Yo, Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Something to wear that's good for digging?